Möhrebrüt, Möhrebrüt, röm, pam, pam, pam. Möhrebrüt, Möhrebrüt, röm, pam, pam, pam. Heute machen wir eine besondere Spezialität, und zwar die gestopfte Enten, ja. Zu diesem Zweck, wir haben eine Ente gekauft, und zwar eine lebendige, wie die dich überzeugen können. Quack! Weil diese Ente ein wenig zu groß geraten ist für die Backröhre, wir nehmen hier quack. Diese Geräte, wir bügeln sie ein wenig zusammen auf die kleinere Format. Quack, 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 quack. Also, das geht nicht, ist nur von den Bügeleisen, ist nicht so lang, du musst hier bleiben. Also mit diesen lebendigen quack, Tieren, quack, quack, quack. Wir haben nie Glück. Das soll eine Flugentin sein, aber ich sage Ihnen, das ist eine Fluchtentin. Ja, Sie wissen auch nicht zufällig, wo sie ist. Hier? Mhm. Jawohl. Hey Freunde, guten Tag. Willkommen wieder bei uns, Whisky und Freunden.de. Wir haben heute wieder einen schönen, netten Gast bei uns dabei. Genau. Und zwar den Smørrebrød. Der dänische Koch. Der dänische Koch, das Smørrebrød. Smørrebrød, Smørrebrød, Smørrebrød. Smørrebrød, Smørrebrød, røm, blam, blam, blam. Heute kochen wir eine schwedische Whisky. Ein lecker schwedisches Whisky, aber keiner von denen beide haben gute Whisky-Stop, aber keine Genehmigung zum Brennen. Daher machen wir geheime Zutaten. Geheime Zutaten. Etwas Distillerie rein. Und etwas Glas. Und gut rühren. Und dann haben wir eine tolle schwedische Whisky. Eine McMirra. Eine McMirra schwedische Whisky. Und haben wir drei Gläser zum Trinken. Nein, zwei. Nein, drei. Zusammengekocht. Ich bin schon sprachlos. Ich bin auch fix und fertig gerade. Schwedische Whisky. Das Schwedische. McMirra. McMirra Midnight Zoll. Midnight Zoll. Eine limitierte Abfüllung. Eine sehr gute Whisky. Was heißt das übersetzt? Schwedische Whisky. Midnight Zoll. Das heißt Mitternachtssonne übersetzt. Mitternachtssonne. Oder Mitternacht. Zoll. Winterzoll. Das ist ein Winterzoll. Da ist Zoll genug drauf, Leute. Zu viel. Ja, heute McMirra. Und ja. Heute auch unser Gast hier, der auch zu unserem Terror normalerweise gehört. Genau. Der dänische Koch. Der dänische Koch. Der dänische Koch. Der Heinz, der dänische Koch, den haben wir in ein paar Sendungen schon immer mal so ein bisschen erwähnt. Trinkt auch ganz gern Bourbon. Schwedische Bourbon aber nicht. Schwedische Bourbon aber keine. Okay. Verrückt. Ja, ich würde sagen, ich schenke mal ein bisschen was aus. Ja. Weil der soll wirklich gut sein. Ist eine gute Idee, Tom. Ist auch eine gute Whisky. Ist sehr, sehr gute Idee. Ist eine gute Whisky. Ist ein leckeres Döffchen. Ja. Mitternachtssonne halt eben. Mitternachtssonne. Ja. Falls sich einer fragt. Ja, ich muss mit Heinz muss ich immer ein bisschen mehr, weil da muss man nicht so sparen, sonst rieche ich meine Hände. So, das will ich doch, der will ein bisschen mehr trinken, ein bisschen genießen heute Abend. So. Danke schön, Tom. McMirra. Jungs. So. Gib mir noch eine normale. Ich versuche hier irgendwie gerade produktive Sachen rauszuschießen, aber ich komme da nicht dazu. Ist egal, der ist aus Gävle. Wo auch immer Gävle ist in Schweden. In der Kolönwürgen 2 Straße. Du hast deine Bart verloren. Wo ist der Bart? Das haben wir gemacht. Da Heinz, pass auf, hol mal hier den Bart, den kleben wir jetzt mal hier. An den McMirra. Genau. Für das schwedische Whisky. Ja. Der ist gereift in amerikanischer und schwedischer Eiche. Habe ich gesehen. Und den kocht er. Und in Birkenweinfässern gefinisht. Birkenwein? Ja, soll denn ein bisschen Säure geben, ein bisschen blumig sein. What the fuck ist Birkenwein? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Du bist Koch, du musst wissen. Ja, Weinfässer, Birkenholz. Birkenholz. Birkenholz, ja. Birkenwein. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, welcher Wein drin war. Verrückt. Aber Birkenwein. Aus Schö.
schönen Birktrauben. Ja. Die Schweden. Birnenwein. Hm. Ich würd sagen, mal probieren einfach mal. Wie viele Umdrehungen hat der? Der hat 46,1 Umdrehungen. 46, das ist. Genau, Lake Mirror. Hatten wir auch schon bei der Whisky-WM war der auch dabei gewesen von uns, bei der Blindverkostung. Aber auch die, ich habe jetzt sonst noch keinen von McNamara getrunken. Der hat einen Schatten rausgeschmissen. Kann der hat, glaube ich, einen Schatten rausgeschmissen. Ja. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, ich glaube, der hatte gegen den Jura gekämpft. Gegen den Jura? Ja. Na gut, da kann man auch mal gewinnen. Der hat gestern den Bourbon rausgeschmissen. Ja. Aber da hast du falsch gewotet. Da hast du falsch gewotet. Ja, dann. Dann schauen wir mal, wie er riecht hier. Ist wirklich etwas ein bisschen komisch. Ein bisschen verrückt, ja. Finde den Fehler im Video. Meine Glas ist so leer. Ah. die Möhre weg. Die Möhre ist so weg. Kinder. Ja, hier ist ganz, ganz seltsam heute alles. Ja. Banane auf jeden Fall, ne? Ja. Ja, dieses Bananenaroma, dieses künstliche Banane dann, ne? Fruchtig! Ja, fruchtig! Du musst immer fruchtig sagen. Ganz viel Frucht. Mmh, ja, auf jeden Fall helle Früchte. Helle Früchte, ja. Helle Früchte. Ja, exotisch. Bisschen Melone eben mit drin, ja. Ein bisschen. Zitrus. Ja, Zitrus passt. Orange würde ich jetzt auch noch mit einsteigen, so ein bisschen. Ja, so Blutorange, so ein bisschen dunkler irgendwie. Mhm. Und auch Vanille. Etwas Süße. Und dieses Birkendings. Fast. Birkenstock. Ja. Birkenstock. Gut, ich kenne ihn als Schuhe. Ich weiß, was den. Birkenstock fast, ja. Vielleicht wurden die Trauben mit den Birkenstockschuhen zermatscht, wenn die das hier dann. Wahrscheinlich. Etwas kultivierter, die haben Schuhe an beim Trauben treten. Oh Kacke. Auf die Birkenstocks. Ja, sauft ihr mal. Ja. Katastrophe hier. Nee, aber echt, da ist wirklich so einen exotischen Touch alles drin. Eine ganz leichte Schärfe. Für mich sogar sehr erträglich. Wieso sitzt aber, du eigentlich? Aber nur mal da? Ganz. Ich war auch gerade eben voll verwirrt. Also ich habe eben da gegessen. Also ich bin auch ganz verwirrt. Mein Glas ist so leer. Jetzt gib dem armen Kerl mal hier noch ein kleines. Willst du direkt aus der Flasche trinken? Hat einen Geschmack leicht nach Fichte. Fichte? Ja, Fichte. Probiert mal. Im Abgang. Lest doch mal vor. Ich lese und du übersetzt. Lass mal so oder so? Mach du. Ich habe im Ikea lesen gelernt. Übersetzen. Efter den länger Svenska. Willkommen in Schweden. Genau. Nein. Livet Äther. Sie lieben Äther. Oder? Wenn das steht. Lat Mintasolen Speklas in dessa Dropper. Jetzt bin ich mal gespannt. In der Mitternachtssonne trinken sie gerne einen drauf. Ein drauf. Gar keinen Sinn. Doch, richtig einen drauf. Machen einen drauf. Die droppen sich komplett aus dem Leben. Ja. Und die Droppers. Met somigratona af Björk. Björk ist der Name. Matt essen sie am liebsten mit dem Björk. genau. Plumster o Eck. Plum gibt's um die Ecke. Genau. Inselig. Inselbewohner. Das macht gar keinen Sinn, was da steht. Klimmt auf die jüngsten Ärztinnen. Steigt auf die jüngsten Ärztinnen. Also bitte. Steigt nicht auf die jüngsten Ärztinnen. Gott sei Dank. Also bitte. Genau. Gott sei Dank. Steigt nicht auf die jüngsten Ärztinnen. Gut, dass ich dabei bin. 46,1%. Papam. Hier, wir können hier noch ein bisschen pimpen. Die Packung ist zwar geil gepimpt, aber wir können hier pimpen mehr. Aber jetzt mal im Ernst, der schmeckt wirklich super gut. Der hat irgendwie einen ganz, ganz anderen Geschmack. So. Nee, das ist so geil. Sollen wir mal noch den Hut anziehen?
Jetzt geht's. Fruchtig. Ja, aber der hier ist wirklich ein bisschen mehr exotisch in der Richtung. Ja, exotisch und schmeckt halt wirklich gar nicht nach dem Schottischen jetzt. Gut, ist ja auch kein Schottischer. Ist ja kein Schottischer, ja. Aber schmeckt halt auch nicht wie ein Schottischer. Aber also, speaking of Schottisch, was kostet die Flasche? I don't know. Ich weiß gar nicht, wir hatten glaube ich so für 50 oder so bezahlt. Zwischen 50 und 60 haben wir den glaube ich gekriegt, aber also ich glaube der ist limitiert, deswegen bin ich mir nicht genau sicher, ob überhaupt, ja, dann gehen die Preise ganz schnell nach oben. Die Schweden sind limitiert. Also wenn du den nochmal für den Preis kriegst, kaufen. Kann ich nur empfehlen, kaufen. Ja. Die haben auch auf ihrem, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier ihr Logo ist irgendwie, sieht aus wie so ein Mannequin aus irgendeiner krassen Zeit. Weißt du, was das sein könnte? Das kommt mir sau bekannt vor. Ja, ist ein verbogener Imbusschlüssel. Ja. Steht für, scheinbar für die Schweden. Für die Schweden. Ja. Der liegt am Ikea mit dem Imbusschlüssel. Heinz. Ja. Lecker. Zu dir. Du bist ja heute unser Gast. Mhm. Ja, wie kamst du aufs Smörrebröt? Ja, ich bin ja leidenschaftlicher Hobbykoch. Ja, bist du? Ja, und ich verbinde das natürlich auch schön mit den 80er Jahren. Und ich kann euch nur empfehlen, guck mal die Muppet Show mit dem Schröder und auf dem Balkon. Und mit dem Beeper. Beeper, genau. Mit einem ordentlichen MacMirror dabei natürlich. Mit einem ordentlichen in der Mitternachtssonne. In der Mitternachtssonne. Haben wir eben geguckt? Ich weiß noch, was war. Das. Ihr könnt übrigens auch auf unserer Seite whiskyunterfreunden.de, wenn ihr wollt, einfach mal gucken. Wir haben da so eine schöne Whisky-Liste. Wenn ihr mal ein Pröbchen oder sowas davon haben wollt, genau. Schreibt uns einfach an. Gell. Das ist alles kein Thema. Ne? Haben wir das nicht eben schon gesagt? Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube nicht. Meinst du, wo du noch da und ich hier, aber genau. So... Vielleicht haben wir ein bisschen viel Peng-Peng zwischen euch. Ich habe tatsächlich, hast du gesehen? Ja, nein. Ich habe so ein Bayern München gibt Sammelalbum und mein Cousin, der bestellt ab und zu bei Bayern München und da kriegst du dann hier diese Sammelkarten dabei, wie bei dem, wie heißt ja, das? Ja, ich habe gesehen, der goldene und, wer war drin im Päckchen? Der goldene Peng-Peng-Boateng. Nee, der Wahnsinn. Mann. Die gibt's aber jetzt nicht bei Wuff. Nee, die gibt's nicht bei uns. Nee, die gibt's nur bei uns. Kärtchen. Würfchen und schöne Tastings. Genau. Wenn ihr einfach mal vorbeikommen wollt, wir sind immer ein bisschen bekloppt. Ständig. Dafür fühle ich mich hier auch so wohl. Nur deswegen. Du hast uns auch ein bisschen geprägt in unserer Schieb's jetzt auch Frechheit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Gut, ich habe schon wieder leer. Ich habe fertig. Ja. In dem Sinne, ich schütte schon mal aus und ich sage, Mal lasst gut. Euch zu Hause auch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schaltet nochmal ein. Genau. Ihr schaltet ein, wir schalten jetzt ab. Madet gut. Bis dann. Tschüss. Smörrebröt. Heute ist die Diätentagen von die Tante Osen und wir machen eine Salaten für die Linie. Wenn wir nicht wollen, dass sie Salat schießt, schießen wir, ja. Und wir warten auf die Retournierung der Salatblätter. Aha. Ah, eine Pistole ist besser als eine Küchenmaschine. Hat sie je was gegessen, was der gekocht hat? Das ist eine dämliche Frage, dann wäre ich doch längst tot. Ja, darum frage ich auch. Weil es ist die Namenstagen von die Tante Osen, es werden noch Leute kommen und wir machen eine zweite Salatkopf präparieren. Mit unserer üblichen Böllerschuss. Das sind die Nüsse für die Waldorfsalat. Super. Aus mir kann er noch Salat machen, aus dir höchstens noch Bouillon. Wieso das? Was zu alt zum Braten ist, gibt nur gute Brühe. Zu den Desserten, wir geben frische Kokosmilch und melken die Nüsse mit unserer Revolver. Aber wir benutzen die Seildämpfer, damit die Milch nicht sauer wird. Oh, was ist dieses? Es ist mir bekannt. Es ist die Wellensittich von die Tante Osen. Oh, die Milch. Gäbst du deiner Frau in der Küche einen Revolver in die Hand? Wozu? Sie würde sich ja doch nicht die Kugel geben. Nein, da wäre sie zu rasch. Sie würde auch nicht treffen.